stundenlang Schlange stehen für den Impfstoff gegen Corona. Hunderte Senioren in Florida können es nicht erwarten, in den Arm gepiekst zu werden. Ein Ehepaar, das seine erste Impfdosis gerade erhalten hat, freut sich. Wir sind sehr glücklich und freuen uns schon darauf, wieder die Familie sehen zu können, zu reisen und tun zu können, was wir wollen. Insgesamt liegt die Zahl der Impfungen in den USA deutlich hinter den von der Trump-Regierung bis Ende des Jahres geplanten 20 Millionen zurück. Der künftige US-Präsident Joe Biden verspricht, das zu ändern und sagt, die Verteilung der Impfstoffe hinkt dem Plan der Trump-Regierung weit hinterher. Ich werde meine Macht nutzen und im Rahmen des Bundesgesetzes, des Defense Production Act, Unternehmen auffordern, die Herstellung der für die Impfstoffe benötigten Materialien zu beschleunigen. Inzwischen haben mehr als 2 Millionen Amerikaner ihre erste Impfdosis erhalten, wie jetzt auch die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Die Zahl der Covid-19-Patienten in amerikanischen Krankenhäusern liegt auf einem Rekordniveau von rund 120.000. Vor allem im US-Bundesstaat Kalifornien werden die Kapazitäten eng. Es fehlt an Fachpersonal und Betten. Das US-Militär schickt jetzt medizinisches Personal zur Verstärkung in 4 Krankenhäuser in Kalifornien. Der oberste Seuchenexperte des Landes, Dr. Anthony Fauci, fürchtet, es könnte noch schlimmer werden. Denn trotz der Warnungen von Behörden, über die Feiertage nicht zu verreisen, sind nach Weihnachten so viele Amerikaner geflogen wie seit dem Beginn der Pandemie nicht mehr.